Hey ihr Lieben, ich habe die beiden mal ein bisschen rausgenommen, weil damit Shiva und Ramses auch mal ein bisschen draußen sein können. Und wir sind die ganze Zeit nur 5 Minuten drin, da musst du beide wieder reinnehmen oder Ramses alleine draußen lassen, das ist ein bisschen blöd. Ja, und dass sie mal ein bisschen Schnuppi-Schnuppi machen. Von hier draußen von der Welt. Natürlich lasse ich die in der Kiste, dass sie sich keine Kratzer holen. Keine Infektion holen. Ja. Die ist jetzt aufgewacht und die denkt natürlich, es gibt jetzt Essen. Ja. Also, es ist nicht windig, es ist angenehm warm, macht euch keine Gedanken. Und lange bleiben wir nicht. Nina. Hey. Ja, ihr Lieben, schaut mal. Also die ist ja jetzt, die sind noch Babys, ja? Aber die haben jetzt einen Moment, ob sie sich gerade jetzt mal noch mal umdreht und ein bisschen beruhigt. Was ist denn? Die haben jetzt blaue Augen, ja, das ist normal, die Farbe kommt dann erst, die Pigmentierung kommt dann erst, aber das wäre natürlich einfach nur nice, wenn die blaue Augen behalten würden. Das wäre der absolute Hammer. Ja, ich weiß, ich träume ein bisschen zu viel. Ja, mein Schatz. Geht dir das Gejammer von deiner Schwester auf den Nerv? Ja? Ich gebe denen mal ein bisschen Schatten, dann beruhigt die sich vielleicht ein bisschen. Ja, juckt die Nase. Hm? So viele neue Gerüche. Sie werden es lieben, den Piniengeruch hier ab Frühling bis Spätherbst. Haben wir hier komplett Piniengeruch. Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Davon kriegt man einfach nicht genug. Ich freue mich schon immer, ich vermisse es schon immer im Winter. Fange ich schon an, den Piniengeruch zu vermissen. Das ist einfach, und dann kommt er wieder im Frühling. Oh, das ist so einfach nur nice. Gut, wir wollen nicht übertreiben. Wir wollen nicht gucken, dass jetzt hier ausgerechnet jetzt irgendein Virus, irgendeine Bakterie durch die Luft schwebt. Wir gehen natürlich jetzt wieder rein. Das ist sonst zu gefährlich, ne? So, also ihr Lieben. Oh, fängst du schon an wie Ramses, dann machen wir die Ohren zu legen. Ja. So, wie gesagt, ich geh wieder rein. Hey, Schatz, mein wunderschönes Ding.
Ihr wunderschönen Dinger, ihr zwei. Ja. Hey, hey. Guck. Ah. Hey, was dann? Ja, was dann? Na komm. Lass mal deine Schönheit ein bisschen angucken für die Leute. Guck. Hey, na, wie schön du bist. Wie Mama und Papa. Wunderschön. Wunderschön wie Mama und Papa bist du, mein Schatz. Ja, aber beiß mich doch noch nicht schon. Warum willst du mich denn schon beißen? Warum beißt du denn schon? Schon ganz ein Bös. Schon ganz ein Lieb oder ganz ein Pös? Pös. Ja gut, jetzt sind 6 Minuten durch. Ungefähr 10 Minuten waren wir draußen. Ich glaube, das reicht jetzt. Also ihr Lieben, gebt bitte Like. Und ich werde diese Rasse jetzt hier, also das sind Mastiffs, aber ich werde die einfach Mastiffs Ibericus nennen. Habt ihr ja schon gesehen. Wegen der Iberischen Halbinsel, Spanien. Dass die von hier sind. Genau. Ihr wunderschönen Dinger jetzt. Ach, ich würde gerne draußen bleiben mit denen, aber das geht einfach nicht. So, dann vielleicht machen wir morgen nochmal ein Video. Alles klar? Ciao, ciao.